Okay, meine Lieben, dann heidi ho! Ich bin's wieder, euer G-Man. Den Yuzen und den David habt ihr ja schon gehört. Ich zock auf jeden Fall mit David Dead Island 2 weiter. Und ja, der Yuzen ist hier ein bisschen mit dem Discord noch drin und guckt uns zu. Oder was, Yuzen? Genau, also ich habe jetzt zwei Optiken jetzt einmal. David war so lieb, hat einmal über Discord eine Optik aufgemacht und über Pilar sowieso. Und ja, ich bin zwar kein Ego-Shooter, aber es macht mir Spaß, die Jungs auf jeden Fall mal dabei zuzuschauen und ja, ich freue mich. Hat sich jetzt mein Spiel aufgehangen? Nee, jetzt. Komisch. Mach mal richtig blaue Haare. Kannst du dich noch verändern, den Charakter nehmen? Nee, von der Optik leider nicht. Schöne blaue Haare, einfach mal richtig Jinx nachmachen. Warte mal, bis David hier ist. Ja, wenn wieder irgendwann mit Bild und Ton nicht hinhauen sollte oder wie auch immer, schreibt gerne in den Chat, meine Lieben. Sonst hoffen wir, euch geht's tutti frutti. Da kommt der David. Hallo. Alter, bist genau über mich drüber gehüpft. Das sah gerade richtig lustig aus. Was ist denn mit deinem Bein, Peiler? Ich hatte Hunger. Dein rechtes Bein ist ein bisschen abgekaut. Ist nicht abgekaut. Hab einfach keins. Ist das schlimm? Na doch, Du hast ein rechtes Bein, ja. Aber kein humanoides. Eine Prothese halt, ja. Eine Sportprothese. Carlos, was bietest du mir an? Erstmal Sicherungen kaufen. Das ist das, wo ich dir auch letztens bei Ding zugeschaut habe mit Berg, ne? Ja, genau. Ah, okay, das war schon fancy. Das hat ja, Spaß genau. Eine Brechstange gibt es, ha? Huh? Aber wer macht was? Wer ist Nahkampf? Wer ist. Wir haben die Waffen gerade erst freigeschalten, Jusen. Aber ich dachte, ihr habt das vielleicht schon mal geklärt, so wer eher ein Angriff ist und tankt und wer eher von Weitem ballert. Ja, das können halt alle alles machen, ne? So ja. Ist, ja. Also, ja, gut, aber was hätte er sich also, unendlich lang ballern kannst du sowieso nicht. Also, ich könnte die Nagelpistole kaufen, nicht, David. Ich hab nur so viel aber Cash. Unendlich schlagen kannst du ja auch nicht, oder? Na, irgendwann ist die Ausdauer leer, ja. Ja, auch die Waffe selber geht doch kaputt mit der Nahkampf, oder? Mhm. Oder ist die für immer haltbar? Nee, du kannst die an so einer Werkbank reparieren. Achso, gut, okay. Dass du sagst. Guck mal hier, ich habe jetzt hier mein Schwert und dann kann ich das hier für 800 repariert kaufen. Aber nicht viel, oder? Erfahrungspunkte, ja, oder? Nee, hier oben habe ich mein Geld. Ah, okay. Wie heißt das Geld? Dollar? Oder? Na, es ist ein durchgestrichenes S, also ich denke mal, es ist ein Dollar. So, und ich kann mir halt auch Munition craften, aber ich kann halt nur 40 Schuss tragen, so von einer Munitionsart. Klar könnte ich jetzt alle Munition vollladen und alles mögliche und dann nur ballern eventuell. Aber ich glaube, das macht wenig Sinn. Alter, warum bist du so rot im Gesicht? So rot? Naja, mir ist warm, aber ich hab natürlich auch mal den Kontrast und so ein bisschen angepasst von der Farbe. Das wird gleich rötlich, ja. Auch wieder umstellen. Nein, lass es, alles gut. Hätte sein können, dass du einen Sonnenbrand hast. Darum ging es mir gerade. Naja, ich war heute viel in der Sonne, also wenn ich so anfasse, ist auch leicht trocken. Die Haut, ich muss mich nachher auf jeden Fall nochmal eincremen. Komm mal nah ran und mach einfach nur mit dem Zeigefinger auf eine rote Stelle, dann wissen wir es, ob es ein Sonnenbrand ist. Und jetzt mit dem Finger, ob da ein gelber Punkt bleibt. Oh ja, das wird ein Sonnenbrand. Hier ja, so drüber, wa? Ja, also Nase und Augen so, ja. Das könnte ein bisschen knallig werden noch. Aber heute halt den ganzen Tag in der Sonne unterwegs, Leute. Du bist halt ein Sonnenanbeter, was soll man machen? Glücklicher Mensch. Die Sonne scheint dir aus dem Poppy. Ist so nice. He got bit. Und lass uns jetzt auch hier oder redet er nicht wieder mit uns? There was nothing we could do. Ist okay, David. Wir können loslegen. So, weil er hier rumslidet oder so. Ja, und die ganze Zeit mich anquatscht. Ach so. Hey. Ja, okay. Emma can't do this. Don't go. Wer ist denn das? I have to. Sam can handle things. Sam! You think there's room for me and my family in his apocalypse fantasy? Once he gets inside MS Panties, we're all fucked. Hey, there you are. Sit there way too loose around here. Martin almost bit Emma. Michael! Ist eigentlich der schwarze Dude hier mit dem Bärsäule, Sam, ist das der aus dem ersten Teil? Nee. I keep saying, don't trust those fucks. Ich glaube, die erste und zweite Teil hat nichts miteinander zu tun von der Story her. Aber da ist auch ein Dunkelhäutiger mit schwarzen, goldenen Klamotten und hat ein goldenes B um Hals. Also ich glaube, das Ende ist derselbe. Ich hab den ersten halt nicht gespielt. Also wäre vielleicht auch eine Sache, die man mal zusammen nachholen könnte, wenn man nicht wissen, was wir zocken. Thanks. Ich kann mich an den ersten nicht mehr erinnern.
Achso, ja, wir quatschen jetzt hier schön über die Szene. Damit die Leute, die so von selber zocken, nicht alles vorwegkriegen. Richtig. Da gibt es auch Untertitel, kann auch lesen. This is surviving. Nicht jeder kann lesen, David. Ich bin trotzdem kein Vorlesetyp als Streamer oder YouTuber. Na, aber Gronkh macht das ganz geil. Gronkh macht das ganz geil, okay. Zum Beispiel mit so verschiedenen Stimmen und Let's try this ganz cool. Kann ich auch verstehen, wenn man keine Leserechtschreibschwäche hat, dann macht man das vielleicht auch ganz gerne, ja. Ja, okay, ich stimme schon. So, Lars, kannst du reden oder nicht? Ist der Lars da? Ja, die ganze Zeit, der geht rein und raus, Alter. Ja, der mag immer rein, raus, rein, raus, rein. So, raus. David, Attacke. Der größte Feind der Türsteher, Alter. Ja, ist doch nicht Empfindlichkeit? Ich mach's so erstmal ein bisschen höher. Dann spuck ich's alle voll. Mit Pepperspray. Mit Sperma. Okay, bleibt beides in den Augen. Ohne Witz, wenn dein Kind später so alt ist, dass es sich die Videos hier anguckt, dann musst du aufpassen, was du sagst, Lars. Ach, Kind versteht doch schon seine Art der Ironie, meinst du? Achso, so redet er auch mit ihm, meinst du so, ach, Sperma und so, ist alles gut, Alter. Ja, ich glaube, das Kind wird schon verstehen, was er tut. Das ist ernst gemeint, das ist ja jetzt scherzhaft. Also, ich weiß mir nicht direkt, wie man alles Zunge, ernst. Also, aber. Ja, naja. Ich geh getroffen? Der wird jetzt schon verstehen, dass der Papa angeht. Ich glaube, das hat er schon verstanden. Ja, ich denke auch. Ich denke. Und vielleicht kriegt er auch noch einen positiven von dir ab. Achso, David meint ja, ich brauche ja nicht zielen, ne? Ich kann auch einfach aus der Hüfte ballern. Ja, zielen aber ist ein bisschen genauer aus der Hüfte, aber. Aber wir haben gerade die Schusswaffen freigespielt, Leute. Das habt ihr im Stream nicht gesehen. Das seht ihr denn nächste Woche im YouTube-Kanal. Wie wir bis zu den Schusswaffen gespielt haben. Da könnt ihr gerne auf YouTube bei SMG vorbeigucken, alle verlinkt und so. David, das sah schon fast professionell aus. Aber ich finde, das Professionalität lässt irgendwie nach. Ballern. Achso, ich habe mir ja die Pumpgun gekauft. Die habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. Wo ist die Pumpgun? Geh in den stinkenden Tunnel. Klingt wie. Einladend, ja. Rektalverkehr auf jeden Fall. Okay, so klingt dein Rektalverkehr, ja, Jusen. Na, geh in den stinkenden Tunnel, sorry, Alter. Also, wisst ihr, Leute, wenn ihr mal mit Jusen Knickknack machen wollt und so, das ist das Codewort. Stinkender Tunnel? Ja. Dann heißt es für mich, ich darf da hinten rein. Okay, David ist heute wieder eher auf Nahkampf. Na, der macht beide, also der wechselt die Waffen die ganze Zeit hin und her, wie ich hier sehe. Ah, es gibt so viele Waffen in dem Spiel, kann mich noch gar nicht entscheiden, was ich eigentlich spielen soll. Oh, Stromzombie raus aus dem Wasser. Warte, ich muss nur nachladen. Na, hallo? Aua. Immer in die Fresse rein. Ach, hinter mir ist auch noch einer. Den habe ich aber auch nicht gesehen, wo kommt der her? Gestoppt. Ich liebe Shotguns. Und wenn man die Muni hat, war like erstmal ein bisschen. Dann können wir wieder im Nahkampf hier. Wirkt eigentlich auch diese Nachbarn, die einfach die ganze Zeit nur am Born sind? Das sind die besten Nachbarn, finde ich. Ich hab Kopfhörer auf, ich höre das nicht. Nee, das stimmt schon. Ich ja auch. Ich höre es nur nebenbei, aber es tut mir halt so leid wegen meinem Hund. In dem Fall vielleicht für deine Katzen. Oh ne, meine Katzen sitzen auch neben dem Staubsauger, das ist denn egal. Echt? Okay. Bei Nova ist das auch Rille, also und mir persönlich ist es auch. Achso, okay. Mir persönlich ist es auch Wurst. Die Kopfhörer sind gut. Bei deinem Mac. Wie selber ist es ja auch Wayne, aber ich kenne meinen Hund. Oh, obwohl die Schild gerade, alles gut. Unerwartet. Hey, ich würde sogar noch mal mit 6. Oh, oh. Ist ja hübsch. Oh, guck mal, apropos Bibi, der hat auch noch so ein Bibi-Tasche. Ich hab erstmal getasert. Oh. Die hilft auch, das? Er ist anscheinend geplatzt. Ach, schon wieder geplatzt, okay. Silvester, groß Neues. Was denn Art der Humor? Das Humor ist nicht. I had a few tricks up my sleeve.
Das finde ich auch immer dämlich, dass der Name schon vom Dialog dasteht und dann sagt er erst, wie er heißt. So willst, okay. Findest du immer was zu machen. Ja, da, jetzt sehe ich tatsächlich das Spiel. War auch so, wo wir Michael erschossen haben, was ihr denn auf YouTube nächste Woche sehen werdet. War es ja auch so, dass uns Sam B. eine 9mm gegeben hat. Oh, okay. Und dann hat man sie nicht mehr danach. Obwohl man im Video gesehen hat, wie man ihn erschossen hat und so wegsteckt. Aber die 9mm hast du nicht im Inventar. Das ist eine Eichenswaffe. Ja. Ist das da links eine Cannabispflanze, oder? Nein, das ist Schilf. Nein, Jusen, gibt's kein Cannabis und keine Bongs. Long time. Doch, gibt es. Ich wollte gerade sagen, muss ich doch auf die Zombies mal wegdenken können. Er sieht ja recht knusprig aus. Also linke Seite ist heiß. Ja, die linke Seite ist heiß, die rechte eher langweilig. Where'd you fight? Gulf War? I flew helicopters. My bird got shot down. Yeah. Süß. Hübsches Pärchen. Sein armer Vogel. So, ich hoffe ihm ganz gut. Big old movie buff, huh? No way. I gotcha. Yeah, man, no shit, huh? I like the movies. You know, I get a little bit, you know, obsessed maybe sometimes. Oh, you like horror movies? Spielautomat. Gory ones. Yeah, man, that's what I'm talking about. Oh Gott, nimm mal so nah, Alter. Oh, why don't we watch Omen of Kill, man? Omen of Kill, only one of the greatest movies ever made. I've only seen it like us. Du weißt, wie lange dir zum Lockdown ist. 20 Mal sehen ist ja langweilig. Ich bin mit John. I just came from her place. No fucking way. I'm a John. She's still here. Sind das deine alle Sicherungen oder was liegt da im Regal hinter ihm? Hätten noch DVDs, also ein Package. Schade. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass es DVDs im Spiele sind. Ask for Sam, say Amy sent you. Das feiert er anscheinend. Die Sicherung hätte ich mir alle eingesteckt, da hätte man alles aufmachen können und hingeben. Ja, du kannst leider ja nur 3 ertragen mit dir herum. 3? Ich konnte mir, glaube ich, vorhin 4 kaufen. Nochmal 2 kaufen. Ich habe 4, glaube ich. Theoretisch könnten wir ja auch mal wieder zurücklaufen zu Anfangsdings. Da waren ja auch ein paar Sachen mit sich. Nee, also es sind DVDs und Filme dahin, wo er da rumhängt. Ja, das machst du erst, wenn du ein gutes Level hast. Weil sonst verschwendest du deine Sicherung quasi für schlechte Waffen. Ja, stimmt. Hast recht. Aber kann man die auch in den Safe packen? Der Typ will, dass du mit ihm Film guckst. Das klingt irgendwie nach Krabschen. Can I get to Santa Monica through these sewers? Nein. Also setzt du dich hin, auf einmal hast du so eine Hand im Schritt. Time to go then. Aber der sieht doch aus, als wenn er ein paar Tage unter Tage gearbeitet hat. Ja, maybe I. Ja, die Apokalypse, er ist alleine ewig in diesem Bunker und auf einmal kommt ein Mädel vorbei, was so vor so einem Block rettest. Also, nein, Gentleman ist er nicht, finde ich. Nur weil er. Du guckst mir nur aufs Aussehen. Nee, darum geht's gar nicht. Ich finde, der ist ein bisschen zu unstrukturiert. Obwohl der Hai da hinten mit der Sonnenbrille habe ich gerade gesehen. Der ist geil. Der ist geil. Die Jukebox finde ich auch gut. Und das Gaming hier, diese Game-Konsole da, dieser Spielautomat. Later, Pat. Das ist cool. Und was brauchst du denn mehr? Eine Cannabis-Plantage? Was zu essen, ja, was zu trinken? Dann hast du schon. Nein, nur der Typ könnte weg. Dann ist das perfekt. Ah, okay. Er kriegt hier so ein Messer ans Auge wie bei mir. Na, David hat jemanden mit einer Axt. Okay. Brentwood, Severs. Ah, oh, hier ist ein Schrank. Schrank. Crank. Also Schrank. Crank Shank. Wank the Shank. Shank it away. Ja, komm. Ist nicht nur eine andere Stilwaffe. Macht das denn Sinn, diese Anfangspistolen überhaupt schon zu leveln, die noch grün sind? Nee. Nee. Was oder auch zu equippen mit Mods? Wenn du genug Material hast, kannst du es definitiv equippen, aber kein Geld da reinstecken. Spar dir das Geld für später.
Die heftigsten Zombies, sag ich mal, sind eigentlich diese Feuerwehrmänner oder gibt es auch noch andere random Feuerwehrmänner? Da gibt es noch andere. Na, die Muskelmänner. Die, die sind ja immun gegen alles, das sind ja die Feuerwehrmänner, denke ich. Ne, Feuerwehrmänner gibt es auch noch, Jusen. Aber die sind auch gegen alles immun. Die muss ja, ja, die Muskelmänner aber nicht, also die Bodybuilder, weißt du, wie ich meine? Ah, okay, die habe ich noch gar nicht gesehen. Na, dann zeigen wir dir die gleich. Er hat nur die Feuerwehrmänner und da musste halt David letztens die ganze Zeit immer auf den Kopf zielen, sag ich mal, damit irgendwie heftiger Schaden kommt. So. Sonst war alles immun. Ob Schießen, Schlagen, Schlitzen, war ihm scheißegal. Der hat die gekichert sogar. Alles sonst egal. Schaden. Hab ich nur so gehört, so, lächerlich, hat der Zombie gesagt. Hat der Zombie gesagt? Hat der Zombie so 1:1 gesagt. Krass. Ich schwöre, ich war da auch dabei. Ich mal Blut. Ach, das hier fand ich Quatsch. Oh, alle klar. Oh, egal. Was wir haben wir. Oh, hier wäre noch eine Mutti gewesen. Was wir haben wir. Was wir brauchen, kriegen wir. So ist das. There's the storm tank. Ja, dann werde ich mal meine erste Zigarette des Tages rauchen. Und du machst ja Sachen. Naja. Wie hängt der Stuhl da jetzt drin? Ich habe die Tür gerade aufgemacht und jetzt hängt der Stuhl in der Tür. Was für eine Tür? Geh mal näher ran, Peiler. Was für eine Tür? Das oder? Ach so! Hab heute auch bei YouTube einen Short hochgeladen, wo ein Stuhl in mir rumbackt. Oder war's? Nee, der Quatsch, der kommt morgen, Leute. Kommt morgen gleich schon mal vor. Hat er gespoilert oder was? Ja, hab ich. Spoilert er auf seinem eigenen Kanal, so geht ein nicht. Scheiß. Ah, let's go. Die Zombies wollen vermöbelt werden. Wollte, ob das ich glaube, die haben gute Nagel fürs Tony? Ich glaube, eigentlich, das ist Hunger. Right, die machen das nicht aus Entertainment-Bereich so. Ich glaube, die machen das als Nahrungsergänzungsmittel. Was sind diese Bomben? Es blew the caps clean off. Hast du die komischen Dinger bei? Oh, warte mal. Was geht der hier so? Jetzt hast du ihn gerade angemacht. Ach so. Ich wollte natürlich den oberen auslassen. Nee, den oberen habe ich ja schon ausgemacht. Ach so, das war ich gar nicht mit. Nee, ich hab hier gesehen, dass wir den unteren anmachen müssen. Willst du nicht das ganze Wasser jetzt irgendwie elektrisiert sein, wenn du so schießt? Ja, bin ich. Ich bin ja. So, aua. War nicht das so die beste Idee. Ja, ich habe mich schon gewundert so. Kommt man bei dir da lang, Peiler? Nee, Tür ist zu. Bei mir kommt man lang. The sluice gate's locked because of blockage in the main tank. Kann halt bloß einen durch ein Gitter durchgreifen. Hydrostatic. Entwickle das System. System. Das ist nicht so einfach, glaub ich. Bei mir geht's weiter. Ja. Alter, das ist okay. Das sind Kukan. Geh mal in jedes Eckchen, Digga. Wo gibt's ein Easter Egg? 100 Pro. Es gibt immer ein Easter Egg. Was genau, wo seid ihr jetzt genau? Ist das so eine Art Schutzbase oder ist das eine komplett zombie-verseuchte Scheiße? Wir sind drin? In L.A. irgendwo in den Katakomben. Unten. Kanalisation. Ja. Oh, nee, müssen wir das Rätsel machen, Peiler. Aber das X markiert doch den Schatz, dachte ich. Oh, Peiler hat's gelöst. Peiler, Mensch. Was ist los? Ich hab schon gelernt, Säure und Wasser und so. Dann bin ich nur Frühstück hier, oder? Ich weiß nicht, welche Rätsel David eigentlich meinte, aber ich glaube, das muss ich gleich machen. Ich glaube, du hast es gerade gelöst. Nee, David hat schon das, das so, da mit diesen Armen. Okay.
So, hier sind 20. Brauchst du irgendwelche Gegenstände für diese Rohren, oder? Hier haben wir 10. 20 und 10. Hier ist 10. Ah, ihr müsst den Druck irgendwie ausgleichen, wenn es so aussieht. Dann mache ich mal 10 an, würde ich sagen. Das ist das, alles klar. Das ist 45, okay. Also 10, 20 und 45. 10. Jetzt brauchen wir 75. Also 50 und 25, falls man das machen kann. Crap. The valve closes again after a few seconds. Oh, da läuft eine Zeit runter. Nee, doch. Nee. Nee, das ist wie viel wir haben gerade. Jetzt haben wir gerade 55. Ach so. Ach so, muss ich dann gleichzeitig auch noch, bis es runter ist, auf 10 gehen oder was? Das ist wohl. Ja, da stellen wir richtig den Nackenhaare auf, ne? Wieso, nee, macht doch einfach alle nur. Jetzt steht da 75. Achso, nee, 65. Naja, es geht nicht, die laufen runter, David. Wie schnell soll ich denn das machen? Und musst du den da nehmen, würde ich sagen? Immer wenn ich loslasse, laufen die wieder runter. Na, wenn einer. Aber ihr könnt auch zu zweit ganz gut regeln, oder? So, warte mal. Ach so. So. Genau, du nimmst jetzt mal deinen da und ich nehme da mal meinen. 3, 2, 1. Oh, ich hab's wieder ausgemacht. Hä? Weil es gedrückt lässt. Einfach nur klicken anscheinend. Oder wie? Wie läuft dieser Bums? Hm. Warte. Jetzt ist nur noch 10 an. Hä? Das haben wir doch gerade gemacht. Dann den, genau, und dann den da. Okay. Aber ist egal, ist doch grün schon. Jetzt 45. Ja, dann wird das. Nee, 10 ist noch an hinten. Ach, ich verstehe. Ja, okay. Also die 10 kann man an- und ausmachen. Genau. Und die anderen beiden kann man nur einmalig aktivieren. Genau, das meinte ich ja wohl. Dann machen wir das Gas wieder an. Oh. Alter. Ja, die explodieren. Heil dich. Gibt's hier gleich um. Den habe ich auch noch gar nicht ausprobiert. Verteidige dich. Okay, kommen noch mehr Gegner? Ja. Der wird. Der hat das erstmal. Da links. Da links. Oh, Raserei bereit. Ist das ein Pokémon oder was? Du lachst. Ja. Dafür soll er. Da bin ich dann. Immer reiner in die Rolle. Abgezogen, Alter. Okay. Okay, wir müssen weghauen und jetzt. Da war der Bein ab. Ab. Okay, wir müssen Wasserspeicher erreichen. Okay. Ja, hier die Tür ist aufgegangen, Alter. Zumindest von der Jente, ja. Den Bienenmaster noch getötet. Was für ein Master? Den Bienenmaster. Bienen? So wie Summ Summ oder? Ja. Schöne Schießbogenfiguren, Alter. Da ist ein Schreihals drin. Ja, da kann man die nicht mehr. Ja, noch mehr, oder? Das Problem ist, die kommt später, aber dann. Wir sind ja jetzt schon hier hinter. Ja. Wenn sie sich hier so schön alle hochstellen. Ich würde dann den Tür aufmachen. Die kennen die Tür nicht. Oder sind es so, wie sie denken? Nee. Er ist
auch mal off-dead sein, oder? Ich glaube, die Senken konnten wir noch unter Wasser drauf. So, Pi, dann muss man vielleicht mal ins Wasser gehen. Gleich auf. Nö, alles gut. Ich stehe hier im Wasser, ich krieg keinen Schaden. Okay. Das war dadurch recht einfach, würde ich sagen. Hier ist noch ein Schreier. War ein Schreier. Oh, hier hat Loot fallen lassen. Sehr schön. Ja, gut. Was ist diese rote Kiste da eigentlich? Das Loot. Das ist guter Loot. Genau, so besserer Loot. Also noch nicht der Over-the-Top-Loot, aber... Ein Essenslieferant. Ja, der ist kopflos. Ja. Das war sein Trinkgeld. Der Rest kann er behalten. So. Was kacke, dass sein Rucksack, wo Eat draufsteht, man nichts nehmen konnte an Essen. Ja, ich glaube, das Essen willst du da auch nicht rausnehmen. Das ist auch frisch verpackt, also eigentlich dürftest du die ganzen Keime gar nicht abbekommen. Das Viech ist in der Kanalisation, was denkst du, wie lange der hier schon rumläuft? Es ist abgepaart. Nee, das hält mindestens ein Jahrhundert. So, dann vielleicht noch was. Laufen ist alles gut. Willkommen, David! Ich fand's richtig genial, dass du durch grünes Gras einfach läufst. Dachte mir, wenn einer durch grünes Gras laufen kann, der David. Ja, auf jeden Fall David. Wir haben gestern schon mitgekriegt, der gewinnt der eher am Ende. Ja, bei Fersen, wie es heißt. Party, ja. Genau. Macht David keiner was? Also, wie gesagt, wenn es da eine Weltmeisterschaft und ihr blickt mal David an. Und David erscheint einfach nicht. Und den schleif ich dahin, Alter. Ich bin auch gnädig zu dir, Freundschaftspreis, nur 20% vom Gewinn. Okay. Ist gebongt, ich bin Manager, Leute. Nee, aber die 20% sind für dich, David. Jetzt bin ich. Ja, die 80 nehme ich ja an, natürlich. Nee. Bin ich Alltagshelfer, Manager und Video Creator, Streamer, keine Ahnung. Aue! Ich wollte doch nur in Ruhe nachladen. Na, Kuckuck. So, wir müssen, glaube ich, irgendwelche Messer und alles so hier runterschmeißen. Ich hab vielleicht schon mal. Oh. Gut erwischt. Ihr habt den Mücken, oder? Jetzt bin ich gestorben. Help me! Immer diese Mitbewohner. Ich liege, David. Ja, für extra Mitbewohner. Es ist Fledermäuse. Was haben wir für Mitbewohner? I'm not doing this on my own. Mhm. Jo. Raupen ist verschüttet. Raupen? Das sind Schmetterlinge. Oder Motten. Oder Maden. Oder Maden. Hä? Klappt das morgen mit David? Klappt das morgen mit dir, David? David, sag mal jetzt. Ja, klar. Ja, klar, sag mal. Ich glaube, sie können nur arbeiten. Das ist voll cool. Jo. Dann bleibt euch im Garten oder was? Oder Holzfass. Können wir auch noch nachher besprechen, ich wollte sie. Oder so genau. Mal gucken, Pippi-Pause. Pippi und Kippi-Pause. Pippi-Kippi-Pause. Nee, genau. Okay, David ist hier durch. Hier hinten war ein zweiter, oder? War Peiler, wenn du bei der. Hast du die Sicherung? Nein. War Peiler, wenn du bei der Pippi-Kippi-Pause noch ein Pippi hättest, das wäre noch richtig geil. Ding, nein. Pause im Pippi in der Pippi-Kippi. Der ist noch mit dem Sippi, wa? Klar, ne? Ja, der Sippi ist eh am Start, bis der männlich. Okay, ja. Also war hier oben nichts weiter. David ist jetzt unten, okay. Achso. Ja, ich hier wären wir auch irgendwie fest. Da ist eine Feuerwand, ja. Ich glaube, David ist richtig, ja. Da ist auch so eine Feuerwand. Oh, noch eine Tür. Ne, da kommen wir ja. Hä? Was ist das hier? Ja, die genau, Feuerwand. Da muss rein. Ja, genau, okay, renn durch, schnell!
Oder warte, bis es wieder angeht. Alter, will noch ein bisschen Schlamm, du. Ja, ich glaube, es ist wichtig. Der will sich eine Lehmhütte bauen. Aber die Feuerwehr ist jetzt nicht wieder da, ja? Bist du sicher? Ja, okay. Siehst du, ist wieder da. Breaker's gone. Ja. Ach, scheiße, da braucht man diese Sicherungsdings für. Der Hebel bewegt sich auch. Ah, verrückt. Venice is this way. Cool. Aber wie majestätisch entspannt so. Weißt du, runter geht's mega schnell, aber hoch so. La la la. Naja, mit einer Schraubenschlüssel könnte man das Ding vielleicht auch festziehen. Dann geht's nicht mehr jetzt. Ah, das ist auch chillig. Opa, da geht's hoch. Okay, und los. Oder? Oh, fuck. Aua, aua, aua. Lass uns weitergehen lassen. Oder auch nicht. Ich guck mich hier kurz um, aber hier ist wohl. Nö, rein gar nicht. Hier tut man sich bloß ordentlich weh. Oh, da ist eine Sicherung. Der wird an der Sicherung. Aber wir hätten hier hinten vielleicht erstmal die Sicherung rausnehmen sollen. Ja, aber draußen ist der Feuer am Start. Ich hab hier einen kleinen Raum. Das ist der Strom aus und Pfeiler tut sich nicht mehr weh. Jo, hat der David recht. Da hat du recht. Oh, ein Revolver. Voll. Letzter Fall. Und was muss jetzt mit dieser Sicherung in deiner Hand tun, lieber David? In den Sicherungskasten schieben, lieber Jusen. Wo ist dieser Sicherungskasten, lieber Pyderus? Wieder zurück. Achso. Da musst du ihn jetzt beschützen wahrscheinlich. Oh. Ey, ich würde doch nicht ducken, wenn ein Feuer von oben kommt. Nein, ich kann mich doch löschen, wenn man den auch reinschieben. Hier ist doch Wasser und ich sag, hier kann man den auch reinschieben. Das ist ja auch gut an. Nee, ja. hier hab ich sie doch her, die Sicherung. Ja, genau. Aber das hast ist halt denn da schon reingesteckt? Gino? Ich hab nur noch 3 Patronen. Alles gut, David hat's geklärt. So, ducken, ja. Jetzt, oh, jetzt muss. Ah, gibt's von mir auch vor? Schlachtung, ne? Oh, okay. Doch, jetzt los, let's go. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Leute, das ist keine Übung. Okay. Wend ein bisschen. Okay, okay. Guti, 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 guti. Die Sicherung ist im Sicherungskasten drin. Und nu? Super, da drück mal X, dann machst du Dings an, Taschenlampe. Ich so an. Not now. Sie verarschen? Nein, das ist eh nicht, wenn du die Taschenlampe dann anhast. Ah, okay. Aber im Stream sieht man's. Da ist da was im Gesicht. Noch? Open Sesame. Das Herz der Finsternis. Da hinten ist noch eine Lootbox. Da ist eine Lootbox. So, noch ein WC. Keiner drauf. Aber voll sich oben hin. Katana. Lilanes Katana. Hey, ist kein Katana. Wie heißt das? Wie heißt das? Das kürzere? Weiß ich nicht. Waki Tashi. Waki-Tashi! Waki-Tashi! Waki-Waki! Nee, hier ist auch noch eine Kiste, wie kommt man da eigentlich hin? Ein Waki-Tashi! Egal, ein Waki-Tashi! Das ist gut im Nahkampf! Waki-Tashi? Ja, es ist halt das kleine, also die kleine Variante von einem Katana, sag ich mal. Da kannst du halt schneller mit zuschlagen als mit dem großen Schwert. Die machen sich aber beide ganz gut. Ich hab's ja auch gerade in der Hand. Aber 340 ist nicht wirklich viel Schaden, also hier hat David doch immer schon mit mehr. Nein, ja, ist ja noch nicht upgraded. Oh. War die in der Tür schon drin? Da links? Da kommen wir nicht rein, würde ich. So, Set, okay. Kommen wir hier oben? Oh, da ist eine Kiste oder was? Ja, da ist eine Kiste. Aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Also auf jeden Fall nicht von hier. Hier oben sind wir nicht weitergekommen. Wie soll man sonst da nach oben kommen? Erst wenn die Tür aufgeht, wie es ausschaut. Na, wieder von der anderen Seite, dass wir so ein Stück zurücklaufen müssen. Mhm. Ich warte mal hier auf dich.
Und hab das, was hast du gesagt, Jusen? Bakisashi? Bakisashi, ja. Bakisashi. Oder Bakisashi. Okay, Sashi. Okay, Sashi. What was that? Schachschulinchen. Hallöchen, Popöchen. Ja, moin. Schön, dass du da bist. No. It's not alive. No way. Hallo. Echt nur Sackgassen und gar nichts weiter. Ich stell mir manchmal so vor, wenn jemand in den Chat schreibt, das ist ja so, wir sind schon alle so in diesem Raum drinnen. Kommt einfach Schachschulin rein, so. Hallo. Hi. Go find some other hop, you fucking scheiße! Fuck, they're everywhere! Wie sehen denn die Denker aus? Bis auch. Ach, ihr seid beides Frauen, okay. Ja. Haben wir noch Frauen aus oder gibt's auch Männer? Wie gibt's auch Männer, Alter? Ich glaub, drei Frauen und drei Männer. Ihr seid aber unterschiedliche Frauen, was? Oder seid ihr dieselbe Person? Nee, ich bin Amy, eine Asiatin, halt ohne rechten Fuß. Und er ist halt. Ich hab noch zwei Füße und blaue Haare. Ich weiß gar nicht, wie heißt sie? Mit D fängt sie an, ne? Danny. Oder Danny. Ja. Danny. Halt zu tätowiert und so ein bisschen Rockabilly-Look. Was sind so die Stärken von eurem Charakter? Na, bei mir ist es auf jeden Fall Wurfwaffen und noch irgendwas anderes und bei David weiß ich Gott noch nicht. Hopp, hopp. David, was sind so deine Stärken von deinem Charakter? Ich mag, wenn viele Zombies gleichzeitig um mich herum sind. Ja, also du bist ungern allein, aber das hat nichts mit der Stärke des Charakters zu tun. Ich habe nicht so viel Leben, aber krieg dafür sehr viel Regeneration, wenn ich, wenn Zombies in meiner Nähe sterben, ich viele Schaden oder beziehungsweise viele Zombies gleichzeitig hitte. So, David, was ich dich eigentlich mal noch fragen wollte. Wie kann man denn diese Moves machen mit F? Muss ich da ein bestimmtes Perk für auswählen? Weil eigentlich gibt es doch mit, wenn du die entweder runtergeschlagen hast oder auch mit deinen Fäusten, dass du die so das Gesicht rausprügelst. Bisschen Loch sieht raus. Sieht aus, als wenn da irgendwas gedrückt wird. Nee, das ist deine G-Fähigkeit. Aber ich hab die noch nicht. Nahkampf, wenn du schreist und in den Nahkampfmodus gehst. Nee, wenn du deine normalen Waffen in der Hand hast, zum Beispiel jetzt die du hast, die Schlagringe mit den Dingern, da punchst du nach vorne dashen oder was? Punchst du manchmal in den Zug, genau das. Ja, das ist, wenn du gedrückt hältst, also dass du quasi einen schweren Schlag hast. Und aber manchmal sind da ja auch Moves bei, wenn du an den Zombie rangehst, dass da steht, drücke F. Nee, das ist nur, wenn er auf dem Boden liegt. Dann trittst du auf seinen Kopf. Nee, wenn er steht, habe ich das auch schon bei anderen Streamern und so und YouTubern gesehen, dass sie da noch andere Moves haben. Nee, das, oder meinst du das, wenn der Zombie dich angreift und dir quasi ins Gesicht beißt? Nee. Wenn er denn da steht, meinetwegen auch taumelt oder so, dass er nicht kämpfen kann, dann steht er zum Beispiel F drücken und dann rammst du ihn das, was du hast, halt nochmal richtig rein. Ich glaube, das ist halt eine Special-Fähigkeit vom Charakter, denke ich. Ah, oder dafür braucht man ein bestimmtes Perk. Ich liebe es. Alter, eine blaue Picke. Bist du ein bisschen unentschlossen, David, mit der Waffenfrage? Ich hab schon keine Ahnung mehr. Hopp, hopp. Ich glaube, hier kommen immer mehr Zombies, oder? Maybe. Die stehen nämlich immer wieder welche auf. Ich glaube da durch die Tür, oder? Hallo? Und da unten ist noch eine Kiste, wie ich sehe. Ich hoffe, wir kommen danach wieder hier hoch. Na klar, hier einfach wieder auf die Kisten steigen und dann geht das. It's Amy. The zombies have been eating it and evolving. Dann gibt's auch keine Zankerei. Wo es sie bei uns bestimmt eh nicht geben würde. What didn't add up? Doesn't matter now. You need to get out of there.
Trust me. I'm heading for the surface. First chance I get. I'll call you. Muni, Muni, Muni. Oh, ihr habt's abgeschlossen. Das Herz der Finsternis. Noch ein Bauplan. Sehr schön. Irgendwas übersehen? Guck ich. Okay, hier geht die Tür, wo wir vorhin vorstanden. Wuppdiwuppdi. Okay, lohnt sich ja trotzdem alles nicht. Aber warte mal, kann ich ja gleich ein paar Sachen zerlegen, ne? Na, alles was grün ist, kannst du auf jeden Fall zerlegen. Und wenn du auf die Waffe draufklickst, siehst du ja auch oben rechts, welches Level das ist. Und wenn das weit unter deinem Level ist, kannst du es eigentlich auch schon wieder zerscrappen. Weil das lohnt sich nicht, das abzugraden. Gut, bin gleich wieder da. Bis gleich. Ich heb's mal auf. Ich kann meine Waffen noch nachladen, dann tun wir dies. Was schießt du jetzt am meisten, Peiler? Oder mit was kämpfst du allgemein? Weiß nicht, dadurch, dass wir die Schusswaffen jetzt erst neu haben, aber ich halt auch Schusswaffen sehr mag, ich probiere mich da gerade echt noch durch. Aber die Shotgun, so wie immer in jedem Spiel, die mag ich schon mal sehr. Aber ist das jetzt das zweite Mal oder wie oft hast du schon gezockt hier? Na, das ist jetzt das dritte Mal. Das dritte Mal, okay. Also noch relativ fresh, sagst du, oder bist du schon... Man hat halt noch nicht alle Waffen gesehen, ne? Und noch nicht alle ausprobiert. Aber im Moment mag ich auf jeden Fall das Katana und das kleine Katana sehr. Wo er halt aber so ein Klingenstern. So Charakterstärke mäßig. Wurfmesser. Na, ich hab halt so Wurfsterne, wenn ich Q drücke. Aber da habe ich jetzt gerade die Rohrbombe ausgehört. Ich weiß nicht, mit I wechselt man das? Nee, mit T? T. T. Aber du kannst gucken, ob du schon neue hast. Gehst dann ins Menü rein und gehst dann oben auf Wurf. Weil Wurfwaffen, die hast du unendlich. Aber die sollte David, man auch oft nennen. Was ist denn dein Charakterstärke? Es gibt, ich zeig's dir das. Du hast Fähigkeiten so. Meine Hauptfähigkeit so. Das ist schwere. Ich bin für schwere Angriffe und ich krieg Gesundheit zurück, wenn mehrere Zombies in Folge getötet werden. Das ist meine persönliche Fähigkeit, die ich nicht ändern kann. So, ich dachte, es gibt so eine Art Grundeinstellung, wie einfach. Naja, wie Wurfwaffen oder sowas wie, keine Ahnung, Bogenschütze oder sowas wie Blutsammler oder sowas. Nee. Grundstimmig, aber du kannst es ja individuell einstellen, wie ich es gerade sehe. Genau, aber du hast natürlich auch Charaktere. Hier hast du ja so Kartensets und jede Karte macht zum Beispiel eine andere Fähigkeit. Aber es gibt natürlich auch. Andere Attribute, ja. Genau, es gibt aber, ich könnte auch ein Bild bauen, quasi, dass ich auch nur auf Fernkampf spezialisiert bin. Aber ich bin halt eher gerne auf Nahkampf, weil viele töten auf Entfernung ist halt schwieriger als im Nahkampf. Aber am Anfang dürft ihr euch aussuchen, wen ihr zocken wollt, oder wird es so random gemacht? Nee, du kannst ja aussuchen, wen ihr zocken wollt. Deswegen sollte Pala ja auch mal gucken, in welche Richtung er gehen möchte. Und danach bist du skillen das. Genau, aber es gibt auch Fähigkeitenkarten, die haben mehrere Charaktere. Ich weiß nicht, ob alle, aber es gibt halt, es gibt auch Überschneidungen. Aber es gibt zum Beispiel auch bestimmte Karten, die können nur zwei Charaktere. Hier zum Beispiel Danny und Jacob. Also ich und Tyler stürze dich in einen grausamen Blablabla. Also wenn ich Zombies töte, kriege ich noch einen kleinen Schadensboost. Das kann zum Beispiel Tyler und ich mal mit reinnehmen. Die anderen Charaktere wieder nicht. Ah, alles klar. Ist bei Amy bei, ja? Ich spiele aber Amy und nicht Jacob, ne? Aber er ist doch Jacob. Nee, er ist Danny. Oder Danny. Oder wie auch immer. Hä, ich dachte, du spielst Jacob. Nein. Sehe ich aus wie ein Mann? Nee, stimmt. Ach, nee. Sorry, ich werde. Nee, ich verwechsel dich gerade mit Dustin, sein Charakter. Nee, alles gut. Ah, okay. Ach, mit Dustin hast du das auch schon gezockt? Das ist ja nicht so. Wieder eine. Magst du schon mal vorgehen? Ich komme gleich hinterher. Jojo. Wir dackeln schon mal vor, Leute. Ich nehme mir noch mal ganz kurz auf Toilette. Okay, Spider. Achso, muss hier warten auf dich, ey. Also von daher. Na,
Ja, aber links und rechts kannst du nicht irgendwie weiter schauen. Achso, hier geht's weiter in diesem Kreis, ja. Oh, warte mal, ich hab grad noch Discord drüber über OBS. So, jetzt. Ne, ich komme hier ohne David nicht durch. Also sonst ist hier ja nichts weiter. Nee, da durch nicht, aber links und rechts ist dann vielleicht noch was. Nee, jetzt also hier war ich ja schon. Nee, das ist zu weit hin, wo du gerade lang rennst. Da bei diesem Gitter, wo du standest. Da das da links und rechts kannst du ja nicht irgendwie noch was machen. Hier ist nichts. Nee, nee. Leider nicht. Bitte ist leider zu. Und hier zum, ist eingestürzt. Zum Upgraden braucht man so eine Art Werkbank, ne? Das kannst du jetzt nicht einfach so mit einem Wartbereich machen. Das geht hier nur direkt an der Werkbank. Oh, da ist eine. Aber es gibt genug Werkbänke. Kannst du irgendwas upgraden, Lever? Ja, könnte bestimmt ein paar Sachen machen, aber es lohnt sich halt noch nicht. So ab lila und später orange, da lohnt sich das dann schon eher. Außer wenn man halt genug Materialien hat, aber ich habe ja jetzt für die Kniften erstmal was ausgegeben, dann können wir wieder ein bisschen sammeln, aber mal herstellen ging ja auch, ne? Können wir nur Mumpeln herstellen. Na gut, Jungs. Dann viel Spaß. Und ich spiele mal noch eine Runde, Mr. Pepper. Mr. Pepper, viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao. Warum kann ich das nicht herstellen? Mr. Pepper, geht das Game? Weil du kannst so 60 Schuss tragen und stellst immer, glaub, 10, 20 Schuss her. Und du hast 56. Außerdem siehst du, das haben sie ganz cool gemacht, du siehst immer, ob du eine Waffe für die Munition bei hast oder nicht. Echt, zeig mal. Guck mal bei dir mal. Also insgesamt in allen Waffen halt 56 oder was? Nee. So, wenn die Blaupause hell unterlegt ist, okay. Dann kannst du es herstellen. Geh mal auf Herstellen und dann musst du entweder gedrückt halten. Geht nicht, genau, weil du rechts siehst, du hast 56 Schuss, du hast aber auch keine Waffe, in der du das benutzen kannst. Oh, okay. Und dementsprechend kannst du keine mehr herstellen, weil du, glaube ich, immer 10, 20 Stück herstellst. Der guckt schon so, dass du halt nicht komplette Materialien verschwendest für 3, 4 Schüsse oder so. Na gut, also auf die Plätze fertig los. Wir ziehen Hebel, wir ziehen am Hebel und gucken, was passiert. Blitz. Strom an, Heiler kriegt einen Grundschlag. Zwickt nur gut. Da, ich glaube, beim Gitter war man schon. Okay. Da, echt ist sie. Okay. No guts, no glory, Ames. Ja, aber ey, der tut so, als wenn sie gerade richtig dramatisch wäre. Never looked down. Noch nie über eine Brücke gelaufen, so, oh Gott. Eyes on the prize. Oh Gott, let's go. Oh, shit. Ach so, deswegen. I regret my choices. This is my day! This is my day! This is my... Oh, here you are! I've been looking for you! What are... Grafik, Alter, sieht ja fast aus wie ein Mensch. How? So ein Mensch, do I know you? Know me? Also, ich glaube, das hatte so einen komischen Körperanzug an. So dass man das alles so ein bisschen mitkriegt, aber... Hey, we need to get off this death trap. Whoa. Whoa. Do you feel that? Pulsing in your marrow. Like a promise. Aber ich sehe gerade, wir haben unterschiedliche Dialoge. Ich bin ja auch Amy. Ja, also was... But if this bridge falls, we're both dead meat. You've got your eyes wide shut. Die Worte sind anders als dieselbe Person. Die Person sagt immer fast das Gleiche, aber das, was du antwortest, ist ein bisschen so charakterabgestimmt, sag ich mal. Ah, okay. I'm gonna have to help you. Sprecher oder sowas hast, dann sagt die halt was anderes, als wenn du so jetzt so einen höflichen Dude hast, sag ich mal. Der eine ist ja Feuerwehrmann. Oh no, wait, don't! Ah! 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 Los geht's! Nimm mal die Fresse rein! Ich
halt deinen Supermodus, den kannst du mit G aktivieren, wenn die Leiste oben voll ist, oben links. Der Weltmodus, ja. Mhm. Was ist das? Ich muss raus hier. Get some sea air on my lungs. Find that dock. Yo. Verstanden. Genau, und deinen Modus kannst du auch noch verbessern. Da kriegst du später eine Fähigkeit dafür. Die kannst du dann auch noch mal ändern. Nice. Oh. Schmecken. Just keep going. Daylight. Was war bis jetzt so das krasseste Vieh, was ihr gesehen habt? Weiß nicht, der erste Boss. Was war das für ein Boss? So ein fetter, großer Typ in einem halbnackten hawaiianischen Outfit, würde ich vielleicht so beschreiben. Oder vielleicht nicht hawaiianisch, könnte auch eher so Maya-mäßig gewesen sein. Okay. Was hat ihn so krass gemacht? Ja, war halt ein Boss. Also der hat einfach viel eingesteckt, aber hat jetzt kein Special... Ich glaube, der konnte Säure spucken und so eine Scheiße, aber eigentlich war er das... Die Area, wo man gegen ihn gekämpft hat, interessant. Wieso? Was war mit der Area? Naja, da konntest du so, das war halt in der Filmkulisse, da konntest du Special Effects anmachen. Feuer, oh, Säure, cool. Glaube ich. Boah, das ist cool, ja. Und so.